Nochmal, Alvin, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern da. Wie er gesagt hat, bin ich tatsächlich, ich lande die Jahreszahlen weg, im Kantonsspital Winterthur geboren worden und in Hettlingen aufgewachsen. Und zusammen mit einem Kollegen aus Hettlinger Zeiten, also einem Schulkollegen, haben wir jetzt, danke vielmals, ja, schon schwierig, zwei. haben wir ja PIL gegründet gehabt. Was sind die Herausforderungen im Banking bis 2025? Oder? Es ist eigentlich sehr einfach, die ganze Geschichte. Herausforderungen sind, dass Kunden Sachen einfacher wollen haben, schneller wollen haben, more convenient wollen haben. Eigentlich ist unklar, was Banken machen müssten. Was bedeutet das jetzt aber für die Banken? Für die Banken bedeutet das, dass sie gewisse Sachen anders machen, als sie es heute machen. Schlagwort ist da Embedded Finance, so zwei, drei Beispiele. Ihr habt wahrscheinlich auch schon vom Amazon-Shop gehört, also Laden, wo man kann posten kann. Es gibt mittlerweile in Zürich auch von Aweco so etwas und Migros hat auch so einen, da läuft man rein. Man hat sich natürlich vorne angemeldet auf der Plattform. Man wird erkannt als Thomas Hilgendorf. Man läuft durch die Stelle, tut Sachen ins Körbchen rein und nachher läuft man raus und wird einfach automatisch gezahlt. Oder? Das ist ein Beispiel von Embedded Finance, dass man sich einfach ums Finanzielle immer weniger muss kümmern. Aber die Herausforderung ist, dass man gleich aktuell bleibt, was mit seinen Finanzen passiert. Das werde ich nachher da entsprechend aufzeigen. Ich brauche jetzt auch Neon kurz. Wir werden oft gefragt von Leuten, von Investoren, was ist der Unterschied von Yapil zu eben Mitbewerber? Ja, für ein Schlusszeichen. Meine Antwort ist dort sehr salopp, oder ich sage Neon, CSX, you name it, all die, was es gibt. Oder? Im Wesentlichen ist das E-Banking aufs Handy gebracht. Die gleiche Funktionalität, die sie im E-Banking haben, und sie nutzen es einfach auf dem Handy. Das hat für uns als Yapil nicht viel mit Digitalisierung zu tun. Was wir darunter verstehen, zeige ich. Kurz, wer Yapil ist und wie wir aufgebaut sind. Wir sind heute in der Lage, dass wir Privatkunden können onboarden als Kunden, wir können Firmenkunden onboarden, also nicht Nestle, sondern natürlich KMUs eher, können onboarden bei Yapil und wir haben auch ein Angebot für Kinder zwischen 7 und 17, komme ich nachher auch noch drauf. Wichtig ist, dass wir entlang der Wünsche von unserer Community entwickeln, gerade das Kinderangebot, das wir gemacht haben, da haben wir mit etwa 20 Familien zusammengearbeitet, mit den Kindern aktiv, auch die Kinder haben unabhängig von den Eltern können sagen, wie sie mit dem Handy Geld ausgeben wollen. Der 7-Jährige hat schon gewusst, was Apple Pay ist, also es ist, man muss da sich keine Sorgen machen, dass sie nicht schon erste Ahnungen haben, von was man überhaupt spricht. Das heisst, wir entwickeln das ganze Yapil mit unsere Community, die wir haben, die können Inputs geben. Wir haben ein Forum, dort ist unsere Roadmap drauf. Auf dem Forum kann man Inputs auf die Roadmap geben, was will man als nächstes etc. Also wir sind extrem transparent gegenüber dem Markt, was wir machen, wie wir es machen, führt bis zu, wie wir die Preisgestaltung machen etc. Da sind wir total transparent. Jetzt kommt der schwierige Teil, wo eigentlich auch unseren USP drin rauskommt. Das ist das Thema Value Chain und Technologie. Wir sagen die Value Chain Economy, oder wir sagen das Economy of Scope. Uns ist es total wichtig, dass das, was wir machen, dass wir uns auf das und eigentlich nur auf das konzentrieren. Das bedeutet für uns, dass wir die rechtlichen Grundlagen bei uns im Unternehmen haben. Das fängt an bei einer eigenen Lizenz von der FINMA. Also wir sind FINMA reguliert als Yapil. Wir geben unsere eigenen Konten raus. Wir haben das Konto bei der Schweizer Nationalbank. Und wir sind auch Karten-Issuer, die sich auskennen ein bisschen. Die meisten Banken in der Schweiz arbeiten mit einer Viseca oder einem UBS Card Center zusammen. Die geben nicht selber Karten raus. Wir geben Karten selber raus. Was das uns bringt, ist, oder, dass wir eben Economy of Scope und Value Chain in unseren eigenen Händen haben. Oder? Wir haben ein kleines Büro in Altstetten beim Bahnhof. Oder? Und dort können wir entscheiden innerhalb von kürzesten Zeitfällen, was wir wie machen wollen, weil wir unabhängig sind von Dritten. Dann der Technologie-Stack. Das ist für all die
die auf einer Bank arbeiten oder geschafft haben und wissen, wie die IT dort aussieht. Oder der Technologie-Stack ist matchentscheidend im Rahmen der Digitalisierung. Mit den Lösungen, die heute in der Schweizer Bankenwelt eingesetzt sind, sind die Banken benachteiligen uns gegenüber. Wir haben den Vorteil, dass wir halt auf der grünen Wiese anfangen können. Also ja, Peel ist vollständig in der Cloud. Wir haben nur Laptops, große Bildschirme auf dem Tisch. Alles andere ist in der Cloud. Wir haben keine eigenen Rechner mehr bei uns. Es ist Google Cloud, auch mit den Amerikanern ist null Problem. Die Finma hat das alles angeschaut. Ist problemlos, dass man heute als Bank in der Cloud operieren kann, sogar in einer amerikanischen Bank. Ich muss dort vielleicht noch anfügen, dass Google in der Schweiz in 3 Rechenzentren ist, also auch eben bankfachliche, bankregulatorische Anforderungen erfüllt. Die Entwicklung, die wir gemacht haben, der Alvin hat es gesagt, wir haben nichts gekauft, wir haben von Scratch alles entwickelt, das Kundenbuch haben wir selber entwickelt, Zahlungsverkehr haben wir selber entwickelt. Wir haben eine Realtime-Lösung, wir haben keinen einzigen Batchlauf, also bei den Banken gibt es so, Batch ist das, wo in der Nacht einen Haufen Daten noch verarbeitet, oder? Gibt es bei uns alles nicht, bei uns passiert alles instantan und in Realtime. Über das Team, wir haben mit 12 Leuten gegründet, wir sind heute etwa 45 FTs innerhalb von 3 Jahren. Es gibt zum Teil ein bisschen Stress, wenn man so schnell wächst, aber ist okay. Einfach ein paar Pattern, nach denen wir arbeiten. Es muss bei uns alles automatisiert sein, wir haben kein Papier. Kunden-Onboarding und in ein paar Wochen, ich werde das in der Presse stehen, sogar Firmenkunden-Onboarding passiert bei uns voll digital. Ohne Papier, man muss auf keine Filialen, nichts. Extrem wichtig, Realtime habe ich erwähnt, wir stecken sehr viel Aufwand ins Thema Convenience, eben indem wir mit der Community zusammenarbeiten. Wie soll das funktionieren? Das ist extrem wichtig, dass das Produkt am Schluss so rauskommt oder die Lösung. Wir arbeiten mit den Daten, wir bieten automatisierte Statistiken, damit man eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, die Zahlen verschwinden immer mehr im Hintergrund in Zukunft, damit man eben klare Übersichten hat, wo ist mein Geld dran, was habe ich mit dem ausgegeben. Das ist etwas, was die Banken auch machen können. Sie machen es halt einfach bis heute nicht, wir machen es. Aber das ist total wichtig, wir arbeiten mit den Kundendaten für den Kunden. Also wir tun die nicht irgendwie verkaufen oder Dritten geben, sondern wir tun mit den Daten, die der Hilgendorf verursacht, für den Hilgendorf ein möglichst gutes Financial Wellbeing herstellen. Und dann ist noch wichtig, wir haben gewisse Werte, also wir haben nicht grosse Boni, wir arbeiten nicht mit dem Geld von unseren Kunden. Also erstens dürfen wir das gar nicht. Ich muss sagen, sonst hat der Rino dann die Frage gestellt. Oder? Aber es ist auch wichtig für unser Verständnis. Oder? Der Kunde sagt uns, was mit seinem Geld passieren soll. Oder? Und sonst liegt das Geld einfach auf dem Konto von der Schweizer Nationalbank. Quasi Vollgeld. 2-3 Beispiele zum das, was ich jetzt gesagt habe. Ich versuche mal, ob das einen Point hat. Nein. 2-3 Beispiele. Auf der linken Seite sieht man ein Konto. Man sieht die letzten Transaktionen. Man kann natürlich alle Transaktionen anschauen. Man kann suchen, machen und tun. Dort hat es so eine Transaktion. Ich bin im Coop gegangen, posten. Und in der Mitte sieht man dann die Transaktion im Detail, wo man sieht, wo ich gekauft habe. Wo ich gekauft habe, sieht man da unten. Google Tagging im Sinn von Lifestyle. Sie sind in London gewesen. Hoffentlich kann man das ja jetzt bald wieder. Oder sie sind in London gewesen, ein geiler Spunter. Entschuldigung, meine Aussprache. Sie sind mit einem Kollegen beim Nachtessen und sagen dem Look, wenn du auf London gehst, musst du tarnen. Und dann kann man das einfach entsprechend dem Kollegen auf Google Maps weitergeben. Man hat seine Auswertungen da schon. Man sieht da zum Beispiel einen Case Spesen hereichen. Den bringe ich am Schluss noch. Und so hat man einfach bei Appeal, also ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich Ihre Kartenauszüge eventuell auch. Ich habe meine gar nie gross angeschaut, also Kreditkartenauszüge, die versteht man praktisch nicht, oder? Wir bereiten das eben im Sinn von Convenience, bereiten wir das so auf, dass Kunden auf einen Blick sehen, was eigentlich mit ihrem Geld passiert. Ich kann, ehrlich gesagt, was man da noch sieht, ist, man kann da oben swipen.
überschieben. Was wir heute integriert haben, ist zum Beispiel eine 3A-Lösung. Also man kann 3A-Einzahlungen machen über Appeal direkt zu der Bank Vontobel. Das ist unser Partner, ist auch ein Investor von uns. Und was ich da eigentlich aufzeigen oder erklären ist, wenn man in Appeal rein ist, ist man identifiziert worden, bankengerecht. Das bedeutet, dass man eigentlich eine sehr starke Identität hat von dem Kunden, weil man ihn so fest hat müssen prüfen. Also der Hilgendorf ist sicher der Thomas Hilgendorf bei Appeal. Und dann, wenn wir einen Schritt weiter gehen eben, und er will die 3A-Einzahlung machen bei der Vontobel, dann muss er dort sich nicht nur als Kunde anmelden, sondern wir passporten die Identität. Und die Customer Journey geht dann bei Vontobel direkt weiter eben mit der Einzahlung von 3A Sicherheits. Was ist das Risiko, das er will eingehen will, etc. Das ist Seamless Integration, oder dass man halt in der App auch Lösungen von Dritten seamless integriert hat, mit dem Vorteil, dass man eben die Identität entsprechend kann wiederverwenden. Man sieht oben, woran dass wir arbeiten. Wir haben einen Haufen Statistiken heute schon drin. Wir kommen jetzt dann mit Joint Accounts, kann man mit der Partnerin etwas machen. Wir kommen mit Saving Accounts, Roundups etc. Also da ist jetzt extrem viel noch im Tun, aber es ist auch schon sehr viel da. Was wir jetzt gemacht haben, als Beispiel der Family Schüssel, und das ist das, was wir eben unter Digitalisierung verstehen, oder? Ein Mehrwert innerhalb der Familien, oder? Die Familien können für das Kind 7 bis 17 das Konto sehr einfach auch digital eröffnen. Da steht kein Papier dahinter, das geht innerhalb von 5 Minuten. Und dann nachher gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, die Eltern, das immer wieder oben, wo man kann hin und her swipen, mein eigenes Konto, 3A, und das ist jetzt halt ein Kit. Und da sieht man, was man machen kann. Man kann dem Kind Geld senden, man kann dem Kind Taschengeld einrichten. Also das ist ein Live-Fall von einem von unseren Kollegen. Dem sein Sohn kommt erst 3 Franken Sackgeld im Monat über, aber immerhin. Also es ist ein Dauerauftrag eingerichtet, oder? Und der Kleine rennt rum mit seinem eigenen iPhone, oder? Und kann Geld ausgeben. Rechts sieht man, dass er nicht einfach nur Geld ausgeben kann, sondern man kann sehr vieles einschränken. Also Appeal hat auf der einen Seite die physische Karte, die man bekommt, aber jede physische Karte hat auch einen Token, eine digitale Karte. Die digitale Karte ist vom Handy abgeleitet, damit man eben Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay entsprechend kann machen. Und dort drauf können die Eltern natürlich kontrollieren, was der Kleine macht. Per Default sind selbstverständlich gewisse erwachsene Themen ausgeschlossen. Und ist einfach wichtig, oder? In der Familie rein, das ist ein grosses Thema bei uns. Das ist auch ein wichtiges Thema, wie man das von den Eltern und von der Familie hört. Da kommen in Zukunft verschiedenste Sachen dazu. Man kann eine Taskliste führen, wo der Kleine draufsteht, dann er soll mal den Rasen mähen. Und wenn der Rasen gemäht hat, bekommt er dann 7 Franken über von den Eltern. Das ist einfach die Integration in die Familie, der Umgang mit dem Geld in einer digitalen Welt. Das ist etwas, was wichtig ist. Wir unterstützen das auch mit Financial Literacy Artikel, wo wir zum Beispiel in der NZZ etc. geschaltet haben, einfach, dass die Eltern da näher kommen. Habe ich schon 10 Minuten überzogen, oder? Auf der letzten Folie. Für all die, also oft gibt es die Frage, und wieso soll ich jetzt meine Bank wechseln und wieso soll ich zu Appeal und blablabla. Bla, bla, bla. Meine Antwort ist ganz einfach. Oder? Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, wir haben einen günstigen FX, wir haben einen günstigen was auch immer. Oder? Und sage ich alles nicht. Ich sage einfach, probieren Sie aus. Wir haben ein Angebot da für Sie. Sie können das 3 Monate gratis nutzen in Appeal, wenn Sie das hier abladen. Und Sie bekommen 30 Franken auf Ihr Konto eingezahlt. Jetzt bin ich fertig. So.